Und wir sind wieder in Ägypten und wieder in Sharm el-Sheikh und wieder in Rixos. Diesmal ist es Rixos Aquaventure Park. Ich erinnere euch auch daran, dass jede Woche neue Hotelübersichten auf dem Kanal veröffentlicht werden. Vergesst also nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Und zögert nicht, Fragen zu stellen. Wir versuchen, alle Fragen zu beantworten. Dieser Teil des Geländes eignet sich eher für diejenigen, die in Rixos entspannen und nicht zu viel bezahlen möchten. Für diejenigen, denen es nicht so wichtig ist, direkt am Meer zu sein, sondern ein Wasserpark wichtiger ist. Rixos Aquaventure Park oder auch Rixos Premium Seagate Second Line at Seagate Aqua genannt, das ist der Bereich an der zweiten Linie des Hotels Rixos Premium Seagate. Es wurde früher als separates Hotel Pfannenzahn verkauft, aber es war auch möglich, alle Dienstleistungen der Rixos Hotels zu nutzen. Seit diesem Jahr gehört es bereits zum Hotel Rixos Premium Seagate. Alle Zimmer in diesem Teil haben das Präfix Aqua. Es verfügt über eigene Gebäude, seinen eigenen Pool, einen Kinderclub und ein Hauptrestaurant für Gäste, die lieber auf ihrem eigenen Gelände bleiben möchten. Die Touristen, die sich für einen Aufenthalt auf diesem Gelände entscheiden, können die gesamte Infrastruktur der Hotels Rixos Premium Seagate erste Linie und Rixos Sharm el-Sheikh 18 Plus frei nutzen. Das Gelände selbst ist klein. Im Wesentlichen handelt es sich um eine große Rasenfläche mit einem Pool in der Mitte. Zwischen den Bereichen vom Wasserpark bis zur ersten Linie verkehrt ein Elektroauto. Dann kann man auf eine andere Route zum Pier, Strand oder bis zum Gelände von Rixos 18 Plus umsteigen. Das Hotel verfügt über einen großen Pool, der optisch in mehrere Teile unterteilt ist. In einem Teil des Pools beginnt die Tiefe bei 5 cm. Im Pool gibt es Inseln mit Brücken darüber. Es gibt einen Bereich für Wasseraktivitäten und einen Tennistisch. Es gibt einen Kinderbereich mit einer Mindesttiefe und dieser Teil liegt unter einem Vordach. Es gibt einen eingezäunten Bereich mit einer Tiefe von 195 cm. Direkt am Wasser gibt es eine Bar. Ein sehr cooler Trick ist, dass es in den Tischen neben den Liegestühlen Getränkehalter gibt. Der Wasserpark befindet sich auf einem großen und separaten Gelände. Es gibt einen Bereich mit einem faulen Fluss und vielen verschiedenen Rutschen von extrem bis entspannt. Die meisten Rutschen verwenden aufblasbare Bagels. Es gibt auch einen Pool mit künstlicher Welle. Ein Snack-Restaurant ist den ganzen Tag über für Gäste geöffnet. Für Kinder gibt es einen Mini-Club. Er liegt an der Grenze zwischen dem Hotel und dem Wasserpark. Es gibt einen offenen Bereich mit Sand und Rutschen unter einem Vordach. Der Innenbereich des Kinderclubs ist altersgerecht in Themenbereiche unterteilt. Es gibt einen Raum mit einer Sony Playstation, ein kleines Kino, einen Bereich für Kreativität, einen Bereich für kleine Gäste unter 6 Jahren und sogar ein kleines Schlafzimmer. Kinder können im Club unter Aufsicht gelassen werden, auch Gäste von dem Hauptgelände an der ersten Linie. Eine Zusammenfassung des Hotels sieht so aus. Zimmer in diesem Teil des Hotels werden bei der Suche zuerst angezeigt. Das Meer, die wichtigsten Aktivitäten, die meisten Restaurants und ein größerer und besserer Kinderclub, all das liegt an der ersten Linie und jedes Mal muss man mit dem Elektroauto etwa 10 Minuten dorthin fahren. Ein abgesonderter Bereich und es fühlt sich an, als wären weniger Hotelgäste da. Der Wasserpark ist ganz in der Nähe und es gibt keine hyperaktive Animation. Ein ruhigerer und maßvollerer Urlaub im Vergleich zum Gelände an der ersten Linie. Freunde, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren, wir antworten immer gerne. Abonniert den Kanal und vergesst die Likes nicht. Wir veröffentlichen jede Woche Übersichten über neue Hotels.